Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, der ist, ich muss darauf gucken, der ist geil, der ist am Start, und so wie eine kleine Runde, let's build wollte ich gerade sagen, das macht keinen Sinn, let's build Dark Souls. Und ich habe soeben, was heißt soeben, ich habe gestern Abend, wir haben jetzt den 11.8., nein, 12.7., so, 12.7., 11.08. Und ich habe gestern Abend diesen Kollegen hier besiegt. Wir befinden hier in Sen's Castle. Und wie man oben an der Menschlichkeit sieht und unten an den Seelen. Ich habe hier 3-4 Mal ausgeholfen. Fand ich ganz nice. 20.000 Seelen einfach mal so mitgenommen. Und jetzt habe ich die Schnauze langsam voll von helfen. Und deswegen werden wir uns jetzt zusammen gucken, was es mit diesem Licht hier auf sich hat. Schwarzblende. Ich sehe nichts. Wow. Na, wie los, du Schwein? Ah, die haben blutverschmierten Händen. Ah, ist ja ekelhaft. Alter, wo geht's denn jetzt hin? Er geht ja immer höher, ey. Fuck you, ey. Was zum Fick? Alter, ich hab grad übelste Gänsehaut, ey. Ankunft in Anor Londo. Willst du mich verarschen? Da muss ich überall langlaufen? Ey, sag jetzt nicht, wir können durch eine ganze Stadt watscheln. Das wäre ja mega sweet, Digga, ey. Alter, leck mich fett. Tolle Aussicht, ja. Das ist wohl wahr. Boah, leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Okay. Ich habe mir im Übrigen überlegt, was ich jetzt mit Sivs Seele mache. Den habe ich letztens endlich mal besiegen können. Alleine. Und jetzt frage ich mich. Aha, er nimmt auf. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich demnächst damit anstelle. Und da halte ich jetzt überlegen: Schwert oder Schild. Oh. Hallo, Mister. Ich bin ein Turi und wollte mal wissen, wo man hier sich schön amüsieren kann. Kann man auf dieser Burg eine Besichtigung durchführen? Nein? Okay. Okay, wir gehen dann mal weiter. Cool. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Wenn ich jetzt da reinlaufe, der Typ kommt doch hinterher und dann kommt der Arsch mit dazu. Wetten? Einzelkampf. Ja, wie soll ich den einzeln battlen? Wenn ich den attackiere, kommt doch... Ja, nee, ist klar. Alle drei auf einmal, ich glaube. Ich sprinte! Okay, passiert nichts. Achtung, vor dir mit beiden Händen halten. Komm ich denn jetzt hier hin? Da
Hinten ist eine Kiste. Boah, ich weiß nicht, ob die auch so brav sind. Das sind zwei Stück, wahrscheinlich sind die nicht brav. Wir gucken jetzt erstmal hier. Was wir hier so haben. Wir haben drei Wege. Da hinten stehen nochmal solche zwei Riesenwächter. Ich halte es nicht aus. Bonfire! Du brauchst Menschlichkeit. Ich brauche keine Menschlichkeit! Ich brauche ein Bonfire. Arsch. Huch, da steht einer. Nachricht! Du brauchst Menschlichkeit, schon wieder. Eid. Versuch's mit Angreifen. Ich greife ihn nicht an. Das gechillter Typ. Well, ja, ja, bla bla bla. Hin. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Ich kann mein erstes Westen nicht verstärken. What am I? Well, I am the keeper of the bonfire. If not for me, what beacon would there be in this lost city? A gatekeeper and a guide. That is my calling. The bonfires attended by the keepers are special. They are linked to one another, and their flames never die. Yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, schade. Now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Wir gehen hier mal ins Bonfeuer. Und zwar, Waffe verstärken. Sieht man das hier? Ich habe nämlich ein... Ja, kann ich sogar hier machen. Plankenschild! Und, das bringe ich jetzt auf Level 10. Und dieses Plankenschild, was jetzt auf Level 10 ist, werden wir demnächst ordentlich umwandeln. In dieser Variante, wie ich es halt haben wollte. Drachengroßschwert, ey, brauchst du einen Drachenstein? Aber ich könnte, ey, ich hab Drachengroßschwert. Wir können es jetzt schon verbessern, ey. Vor allem, weil ich nichts damit anzufangen weiß. Na, guck mal, das gerade Drachenschwert können wir auch mal verbessern, aber. Bin ich jetzt ein bisschen mehr bedient. Was ich die ganze Zeit benutze, ist hier die schwarze Ritterhellebarde. Warte mal, wir könnten mal aufsteigen. Ich will kein fucking Eid. Alter. So. Aufsteigen. Knallen wir nochmal bei Stärke was rein. Was kann das nochmal? Zum Führen fortgeschrittener Waffen stärkt Waffenangriffe. Knallen wir mal eins hier noch rein. Und Kondition würde ich nochmal gerne was haben. Boah. So. Ich hasse es, so viele Seelen bei mir rumzuschleppen. Geht gar nicht. Ich muss sagen, am Anfang war ich so ein bisschen unwarm mit dem Spiel. So nach und nach werde ich aber richtig heiß damit und kann auch was anderes mehr zocken, ey. Ich bin eigentlich nicht mehr so der große Spieler. Aber, mit Dark Souls hat es mich wieder irgendwie ein bisschen erwischt, ey. Jetzt will ich aber mal gerade... Er hat ja Einzelkampf gesagt, dann machen wir das auch. Super. Ast rein. Du scheiß Arsch. Ha! Das interessiert ihn nicht. Das ist doch unfair. Ich will jetzt nicht beide gleich... Oh. Komm raus, Schnuffel. Komm nicht raus, du Schwein. Okay.
Ich kenne diese Art von Gegner noch nicht. Daher entschuldigt, wenn ich ein bisschen komisch gegen ihn anspiele. Na super. Ja, geh du mal in die Ecke rein, wo ich dich nicht attackieren kann, du hässliches Stück Scheiße. So, vielen Thanks. Das war jetzt nicht geplant. Okay, wir haben irgendwas abgezogen. Zwei Schläge drauf haben wir die. Ist ja lame. Vielleicht bin ich auch einfach zu stark, weil ich nicht schnell genug hier hingekommen bin. Okay, nimmt noch alles auf. Alles easy. Easy. Boah, Alter, der hat an dich rein. Und tschüss. 1500 Seelen hätten wir uns ja sparen können. So, was haben wir hier? Schatzkiste. Dämonen-Titanite. Super. Den scheißen ganzen Aufsatz hier. Aufsatz. Den lassen wir stehen, der ist cool. Gute Statue. Ja, ein bisschen Seelen will ich ja beibehalten. Lassen wir es dabei. Was haben wir hier? Gelobt sei die Sonne! Er will sich hier wohlfühlen hier. Sol Landrick, oder wie der hieß. Oh, da warten schon wieder zwei davon, aber das sind jetzt nicht gerade die Schwierigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, habe ich 5 Menschlichkeiten hier rumgammeln, Alter. Fuck, ich kann ja invaded werden. Ey, du! Komm raus spielen! Ja, so ist fein. Komm! Boah, hast du Sonderallergie oder was? Hoppala. Damit komme ich gerade nur mit der Steuerung zurecht. Glaubst du es denn? So. Schnauze oder wie der hieß! Dann da Hacke. Da hinten ist nix. Sag mal, ist das eigentlich nur spiegelverkehrt oder was ist hier los? Oh, hier sind 2 Kisten. So, weg damit. Ein kleines Tänzchen. Was haben wir denn hier? Das Ding ist angekettet, ich hätte es erstmal schlagen müssen. Funkel Titanite! Ich war letztens ja unten bei den Drachen und habe unten den Drachenschwur gemacht. Und... Ha! Die sieht ein bisschen anders aus, diese Kiste hier. Gib raus, was du in dir hast. Also... Item. Kristallhelle Bade. Was ist denn kristallhelle Bade? Wo haben wir denn die helle Bade? Die haben wir wahrscheinlich weiter unten. Streitaxt, Äxte, Speere. Kristallhelle Bade. Alter, 242. Not bad, Motherfucker. Not bad. Ich meine, ich habe jetzt gerade mal mit meinem Drachenschwert 264, der ist schon plus 2. Und was ist mit der Ritterhelle Bade? 343. Ah, das ist mein Kollege hier, den ich früher mal so gerne genutzt habe. Julio. So, Kollege, bist du auch freundlich oder? Ich dachte, ich hätte gerade einen Drachen gesehen. Bist du auch ein freundlicher Gesell? Versperrst den Weg, wa? Ey, das ist mal gar nicht so sweet von dir.
Ja, will ich jetzt hier durchkommen, habe ich das Gefühl. Und weg bist du, Freundchen. Scheiße, er fällt jetzt über die Brüste und dann... Brüstung, ihr Schweine. Okay. Wir sind immer noch menschlich, wir können immer noch angegriffen werden. Nachricht. Brauchst Menschlichkeit. Habe ich zu Genüge. What the fuck? Ich will hier nicht weg. Sondern hier, das war schon mit der Stadt. Habe ich irgendwas verpasst? Das sieht mir verdächtig aus, als wenn hier eine Wand wäre. Oder auch nicht. Das haben wir aufgemacht. Da hätte eine versteckte Mauer sein können, ja. Da geht auch noch lang, siehst du? Na, wollen wir noch nicht. Gehen wir erstmal hier lang. Alter, es geht immer höher und immer höher. Ja, genau. Ich springe auch hier. So dämlich sehe ich auch aus. Huch! Was? Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Ah, fällt dieses Mal runter, okay. Gut, dann schauen wir uns mal kurz hier um. Versuch's mit Springen. Was für ein Selbstmordkommando ist das denn? Ich bin kein fucking Lemming. Irgendwo was versteckt. Gegner, Item. Nein, nix. Gut. Alter, was bist du denn für ein Vieh? Fuck it, ich bin noch gar nicht drin, ey. Boah, Alter. Weg mit dir. Die ersten Gargoyles, die ich hatte, waren... Gargoyle, helle Bade. Hätte ich nicht den Schwanz abschlagen müssen. Scheiße. Fuck, habe ich gar nicht dran gedacht jetzt. Okay. Achtung. Nein, Hinterteil. Fuck, das ist wahrscheinlich so ein Hinweis, dass ich den Hinterteil hätte zerstören müssen, abhacken müssen. Vor mir ist kein Lügner, vor mir ist ein fucking Abgrund. Was ist eigentlich jetzt diese Gargoyle? 115, wow, diese Gargoyle-Waffen bringt es ja mal wirklich gar nicht, ey. Gargoyles-Axt hier. Aber ich würde sagen... Ich weiß nicht, jetzt benutze ich dieses Schwert hier kaum irgendwie. Aber ich führst die ganze Zeit mit mir rum. Endeffekt, weißt du was? Ablegen. Können wir mal die östliche Rüstung jetzt anziehen. Wir klimpern so schön. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt an?
42,6. Und den Drachen. Scheiß. 46,4. Ablegen. Oh, das Geknipper geht mir jetzt auf den Semmel, aber es hat eine gute Rüstung. Gut, da können wir jetzt erstmal nichts machen. Komm runter, du Sau. So. Aufwärter. In was für einer Welt leben wir, das alles aus Ritterscheiß besteht, aber solche Fahrstühle es gibt. Wenn es solche Fahrstühle gibt. Boah, geht mir das Geknipper auf den Semmel. Achso, ich muss mal eine Waffe in die Hand nehmen. 34.000 Seelen. So, jetzt muss ich wenigstens nicht jedes Mal zu den Typen. Also ich bin ganz froh über die Waffenverstärkungsdingen gedönse. Man muss nicht jedes Mal deswegen zum fucking Typen rennen und dort meinen Teil verstärken, Alter. Ein fucking goldenes... Entschuldigung, aber das ist ein fucking goldenes Nebeltor. Das kann ja nichts Gutes bedeuten. Erstmal gebe ich Seelen aus. Ey, also am Anfang hast du so immer diesen Mangel irgendwie habe ich so immer gehabt, weil ich immer sehr viel sofort alles ausgegeben habe und halt nicht gerade in den guten Bereich reingekommen bin, wo man viele Seelen kriegt. Und jetzt bin ich die ganze Zeit über die 20.000 Seelen die ganze Zeit am machen, Alter. Ist schon mega sweet von mir. Ich bin schon mega sweet. So. 10 Estus Flasks. Und jetzt werden wir nochmal aufsteigen. Ich werde mir nochmal bei Stärke was reinpumpen. Ja, passt so. Na, ich will ja auch das Drachenschwert führen können. Was ich dem Typen abgeschlagen habe. Ach, müssen wir den einen Fatzken auch nochmal töten jetzt? Er ist ja auch eine Geldmaschine hier. 2500 Seelen geben die. Ich mach den mit zwei Schlägen fertig. Keine große Herausforderung für mich. So, komm, mein Dicker. Lass uns tanzen. Ja, ich bin zu früh. Eins. Aua. Oh, voll in den Schritt. Oh Gott, ich bin schlecht. Okay, erstmal wieder auffüllen. Lebensmäßig. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal eine bessere Rüstung finden. Oder eine andere Rüstung finden, weil das Geklimper geht mir sowas noch auf den Semmel. Ich frage mich, ob in jeder Truhe und Kiste immer wieder. Also, wenn jetzt ein anderer das Spiel spielen würde und sowas mit mir gleichzeitig starten würde, ob er dann andere Items in den Kisten finden würde als ich. Das würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schroten. Gelobt sei die Sonne. Ich traue mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Versiege durch die Macht des großen Fürsten Gwyn. Okay. Ich komme da gar nicht durch. Na dann. Was mache ich denn jetzt? Wo muss ich denn hin? Ich was verpasst. Aber ich lasse jetzt einfach mal mit Absicht da stehen. Hier unten vielleicht irgendwas. Auf der anderen Seite auch noch mal gucken. Nope. Nope. Ich müsste eigentlich mal die Waffen wieder ein bisschen reparieren. Nope. Nope.
Nope. Nope. Ausrüstung reparieren. 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 Nochmal reparieren. Das Wichtigste halt. Ich hab noch genug. Auch genug. Der Helm, die schwarze Robe, Wanderer, die haben wir bis jetzt ordentlich abbekommen. So. Schon geil, wie du dich mit bei Dark Souls so mit unterschiedlichsten Sachen ausrüsten kannst und es sieht trotzdem einigermaßen irgendwo in Ordnung aus. Das jetzt nicht als speziell Beispiel jetzt, aber es gibt halt andere Kombinationen, die zusammen mega sweet aussehen. So. Pass mal auf. Alter, was geht mit dir auf einmal? Du hast ein Stück Scheiße. Du kriegst aufs Maul. Du kriegst aufs Maul. Genau, kick ihn erstmal in den Hintern. Alter, leck mich. So, fresse jetzt, oder wie er hieß. Oh, da hat was fallen lassen. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Oder nicht, was Süßes? Riesenhellebarde. Was ist denn das hier mit hellen Baden, ey? Sind wir nicht ganz helle hier? Ach du Scheiße. 140, wow. So, wollen wir mal. Von hier kommen wir. Hier gibt's nicht mehr viel zu machen. Ich hätte wahrscheinlich von diesem dreckigen Gargoyle den Schwanz abschlagen müssen, ey. Fuck! Das regt mich gerade sowas von auf. Okay, gut, kann man nichts machen. Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss jetzt nochmal hier hin. Wahrscheinlich kommen wir dann da oben in die Festung rein, also in die Burg rein. Frag mich, was hier mal ab hier überhaupt mal wirklich so. Normalerweise da ist jetzt irgendwas passiert, dass jetzt alle irgendwie böse drauf sind. Aber wo sind die ganzen Einwohner? Warum hat man so eine riesen Stadt entwickelt, so eine riesen Stadt gebaut? Wenn doch kein Arsch hier lebt. Also ich kann. Es ist ja der Reich der Toten. Jetzt mal so grob gesagt. Und das heißt, hier werden alle mit diesem komischen Zeichen, mit diesem Feuerring hergebracht. Keine Ahnung warum. Anscheinend muss es ja am Anfang so gewesen sein, dass sie hier in Ruhe leben konnten, also nach dem Tod leben konnten. Und sowas. Und dann ist irgendwas passiert mit dem Fürsten Gwyn. Da oben, der Kollege. Und jetzt haben sie sich alle irgendwie verwandelt in Monstrositäten oder halt böse Buben. Sagen wir es mal so. Und jetzt sind die alle irgendwie agromäßig drauf. Ja, die ganzen Höhlen und sowas halt, ne? Das waren ja auch mal Menschen anscheinend. Oh. Okay, cool. Frage ist, wenn ich jetzt da lang gehe, komme ich da auch wieder hoch? Ja, da komme ich lang. Schauen wir mal hier runter. Okay, das wäre etwas zu krass, wenn ich jetzt an diesen schmalen Grat da lang laufen müsste. Ich habe so ein Schiff. Dämonen Titanite. Super. Haben wir das auch erledigt. So. Da kann ich nichts großartig machen.
Wo geht's denn hier lang? Zum Glück nervt das Geklimper gar nicht, aber es ist die beste Rüstung, die ich jetzt habe. Was soll ich denn machen? Ja. Okay. Hab ich mir jetzt erschrocken, ey. Wow. Wow. Unglaublich. So. Ja. Und nu? Also springen bringt mir jetzt nicht viel. Oh nein, ich ahne Schlimmes. Nee. Das wäre jetzt ein bisschen zu. Ich habe jetzt gerade die Überlegung, dass ich da drauf springen muss. Hier rum. Da drauf. Da hochlaufen. Dort auf das Dach. Geradeaus weiter rüber. Und da lang. Wie soll ich das denn machen? Alter. Wer ist das denn jetzt? Wer wollte was? Ich habe jetzt nicht so ganz drauf geachtet. Der Raptor möchte chatten. Ich wüsste jetzt noch nicht, wie ich mit ihm chatten sollte, aber ist ja auch egal. Super. Aufforderung gesendet. Willst du mich verarschen jetzt? Nee. Vollidiot. Immer mal kurz einen Schnitt hier, ne? Immer mal kurz einen Schnitt. Hallo?
Morgen. So, du störst mich. Ich bin in der neuen Wohnung. Ganz sweet. Bin noch zurzeit alleine. Die anderen die müssen noch ein bisschen was machen. So, du störst mich gerade ein bisschen bei der Aufnahme. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich mach einfach mal wie gewohnt weiter, ne? Ja, zieh durch. Schnitt vorbei. Wir machen weiter. Und ich habe immer noch keine Ahnung. Was? Nein! So ein Scheiß! Jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen den Chat anscheinend machen, weil ich kann während der Xbox Live Party das Spiel nicht spielen. Deswegen habe ich dich ja zum Chat eingeladen. Ja, das wusste ich ja nicht. Das wusste ich schon die ganze Zeit wegen... Boah, Katze! Ja, es freut mich, dass du es wegen Evil wusstest. Jetzt bin ich im Offline-Modus, jetzt nicht verarschen. Ja gut, dann musst du mich nochmal zum Chat einladen. Duh. Ja. So. So ein Fuck, Alter. Das wusste ich nicht. So. 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 Ich hab jetzt auch Dark Souls, ne? Ach, hast du auch Dark Souls? Ja, ich hab's mir runtergeladen, hallo. Ja, es ist ja einmal kostenlos gewesen, ne? Und 3 Wochen vorher kaufst du es dir, ey. Ja, und dafür hab ich Dingens DLC schon mit bei. Na, ja, das brauche ich nicht. Jetzt natürlich die Frage, jetzt bin ich natürlich. Alter, da können wir ja zusammenspielen! Ist ja mega sweet. Ja, ich muss halt Marx einsetzen, dann musst du dich lebendig machen und wir können zusammen einen Endboss legen. So die Frage, wo du eigentlich zurzeit bist. Ich bin schon viel zu weit irgendwie. Jetzt habe ich natürlich ja, ein Problem mit. Bin ich im Offline-Modus, wa? So, jetzt rumpelt sich ein LPT daraus oder so. Ach, wir sind hier. Okay, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Stats. Alle so vorhanden. Warte mal, ich muss mal gerade am besten noch. Ja, sorry Leute, das ist eine gerade ein bisschen chaotische Folge. Voreinstellungen, Sprache, Ausgabe über beide. Jetzt kann man dich auch hören. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich die Sprachstärke ist auf 10, Spielstärke auf 1, das ist so in Ordnung. Ich hab ne Rüstung, damit klimper ich die ganze Zeit. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da lang kommen soll. Verdammte Hacke jetzt. Also ich habe ja gerade einen gewieften Plan entwickelt, wie ich da hinkomme. Oh ne, warte mal, ich kann auch einfach hier. Ah. Okay, Leute. Ich hab ne Idee. Lasst mich mal machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wie findest du das Spiel? Blutanzeigen, sicher. Du weißt, was dieses Blutanzeigen bringt, oder? Ey, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Blutanzeigen, im Endeffekt siehst du, wie der, wie ein anderer Spieler gestorben ist. Oh, auf jeden Fall ein. So, wir müssen, glaube ich, hier runter. Du spielst zum ersten Mal. Nein! 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 13.000 Seelen. Na gut, sind jetzt nicht gerade so viele. Aber 5 Menschlichkeiten liegen jetzt da rum. Scheiße. Du spielst das zum ersten Mal? Ach du Kacke. Wieso? Wie lange ist das schon als kostenlos zur Verfügung gewesen? Letzten Monat war es schon. Ja, oder keine Ahnung, ich habe seit 6 Wochen nicht mehr wirklich gezockt. Ja, ich auch nicht. Aber jetzt bin ich wieder richtig drin irgendwie. Keine Ahnung. Ich hab Dark Souls hab ich am Anfang nicht so wirklich gespielt, weil ich hab immer so ein bisschen so gemacht und getan, weil jetzt bin ich so voll drin Alter. Irgendwie. Keine Ahnung. Alter, ich hab schon wieder das Problem wegen dem Namen. Weißt du das eigentlich? Ich hab mich einfach jedes Boron Mal. Genannt, Feierabend. Ist das nicht irgendwie so ein von die Legende der Wächter? Ja, Alter, du bist ja gut. So, ich hab das Problem, ich spiel offline, das gefällt mir gerade gar nicht. Das heißt, ich geh mal kurz. Ach so,
weil du vorher in der Party warst. Ja, jetzt muss ich erstmal rausgehen. Entschuldigung, Leute, das ist gerade eine echt chaotische Folge. Aber das muss ja auch mal sein, ne? Ich nenne mich jetzt Irius. Irius. Stylisch. Geschlecht weiblich. Apropos, ich habe jetzt eine PlayStation 3 bei mir stehen. Ja, habe ich mir gegönnt. Für 100 Euro habe ich es mir geholt. Ja, hallo. Würde ich auch machen. Das Geile ist, der Freund von meiner Schwester hat mir einfach mal fucking haufenweise Spiele geschenkt, ey. Total geil. FIFA 14 ist auch mit dabei. Keine Ahnung warum. So, hoffentlich spiele ich wieder online. Ansonsten muss ich mich jetzt erstmal rausgehen. Komplett. Da muss ich noch einen kleinen Schnitt setzen. Boah, da muss ich die ganzen Schnitte ja raussuchen. Wer hat nicht, wer hat's vergessen? BK, bist du Kleriker? Fuck! Ich glaube, ich bin nur. Ich glaube, ich nehme Klerikapfel, dann bin ich so einer wie bei Equilibrium. Na, jetzt musst du gucken. Das ist ein bisschen schwieriger. Du musst jetzt überlegen, auf was du halt skillen willst. Willst du lieber auf Stärke, Geschicklichkeit oder auf Zauber skillen? Also, ich bin eher so auf Stärke halt übergehend, ne? Und dann musst du jetzt halt gucken, weil du hast die Levelanzeige. Du bist entweder Level 3 bis Level 6 geht es dort komplett. Und dann musst du jetzt genau schauen, welches nimmst du jetzt davon, welches nimmst du jetzt nicht. Und wenn du sagst, du willst lieber auf Stärke, dann würde ich irgendeinen Charakter nehmen, der halt entweder schon ziemlich viel Stärke hat, aber ein niedriges Level hat. Oder halt einen komplett niedrigen Levelrigen und damit einfach weitermachen. Weil das Problem ist, je höher dein Level ist, desto mehr Seelen brauchst du fürs nächste Level. Ich weiß gar nicht, welchen ich genommen habe. Kann ich gar nicht sagen. Warte mal, ich kann mal gerade. Ich guck mal gerade, was ich genommen habe. Ich hab ja auf Stärke, wie gesagt. Und ich habe ja die erste Folge von Dark Souls, glaube ich, noch hier drauf. Ja. Das ist mit die chaotischste Folge ever! Verdammte Scheiße! Muss auch mal sein. Ja. So. Bekomme auch den nächsten neues Intro. Hier habe ich schon. Das ist nicht Dark Souls 1. Alter, das ist doch Dark Souls 2, so Vollidiot. Okay, ich habe die erste Folge Dark Souls nicht mehr. Ach, warte mal. So, ich muss sowieso gerade mal. Also, wir setzen nochmal hier einen Schnitt. So. Weil das Problem ist, ich bin jetzt im Offline-Modus und ich habe keinen Bock, im Offline-Modus rumzugammeln. Ja, bla 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 bla. Zielloser Wanderer. Furchtloser Krieger, Waffenexperte, bla. Ich bin Krieger, so fertig. Ja, das Problem, im Endeffekt ist es eigentlich scheißegal, was du nimmst, weil du sowieso immer auf alles andere skillen kannst. Du kannst ja, auch wenn du hier Stärke komplett hoch hast, kannst du ja trotzdem auch auf Zauberei skillen und so einen Scheiß. Versteh dich doch nicht. Warum nicht? Bisschen nur. Der ist halt Kinect, ne? Generalschlüssel. Den nehmen. Nimm Generalschlüssel. Ja, nehm ich auch. So, ich hoffe, wir sind wieder im Online-Modus, ey. Dick! Oh, ich will dick sein. Kleinköpfig. Schon seit 49 Stunden spiele ich hier das Spiel, Alter. Was ist mit mir falsch? Ich glaube, ich nehme kräftiger Rumpf. Spiele ich denn jetzt wieder einen Online-Modus oder einen Offline-Modus? Ich habe keine Ahnung. So, Schnitt wieder. Oh. Hallöchen, da sind wir wieder. Schnitt zu Ende und so. Ich bin der Silver Surfer, Alter. Du bist der Silver Surfer auf jeden Fall. Ja, ich habe Zweifel, dass Karin der Silber. So, wir haben ein kleines Problem. Ah ne, da oben liegen sie. Ich wollte gerade sagen, meine ganzen Seelen sind weg. Meine ganzen Menschlichkeiten, die ich mal da hart erarbeitet habe.
So, das war jetzt elegant. Ich habe das Gefühl, wir sind immer auch im Offline-Modus. Alter, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Ah, was bist du denn? Ah, was bist du denn? Aua. Aua. Oh, ich bin gerade so schlecht. So, natürlich, ich kann Glas nicht durchschlagen. Mhm. Ist klar. Der ist auch nix. Muss ich da lang? Was ist denn für Kapuzen-Heinis? So, weil jetzt bin ich weitergekommen, um nicht weiterzukommen. Ach, hier ist eine Leiter. Hoppala. Mhm. Hier ist eine Leiter. Direkt vor meiner Nase. Ich sehe sie nicht. Du mieses kleines Schwein, Alter. So. War das auch erledigt, Alter. Habe ich schon wieder kein Trinken hier. Du arme Socke. Oh, gerade so noch das Shit hochgehoben. Das ist doch jetzt Kacke, Alter. Vollidiot. Alter, verpiss dich. Mhm, von hier komme ich da nicht drauf. Boah, ich balanciere gerade hier auf dem dünnen Steg. Ich bin hier voll im Assassin's Creed-Style. Mit Räumen würde ich sagen, ne? Was war das denn? Ey, wie mies war die Aktion denn jetzt? Ich muss auf den scheiß Kronleuchter springen, um das scheiß Item zu kriegen. Auf einmal stürzt der Kronleuchter ein und ich falle mitten in die Tiefe und sterbe. Nö! Scheiß Kerl. Oh, na super. Jetzt sind wahrscheinlich die Seen und sowas komplett da unten. Los, runter, 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 runter. Knapp. Lauf, 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 lauf. Lauf. So, wir müssen wahrscheinlich irgendwas hier aktivieren, damit die Brücke wieder komplett ist. Ich hab nur keine Ahnung, was und wo. Was es mit diesem goldenen Nebelgate auf sich hat, habe ich auch keine Ahnung. Vor allem Nebelgate, weißt du einfach mal, Foggate heißt das einfach mal. Zeus! Was? Zeus? Ja, der hat einen Witz geworfen. Ah. Schnauzer oder wie er hieß. Auf damit jetzt! Hässliches Stück Scheiße. Gott sei Dank, meine Seelen liegen nicht da unten, sondern hier oben. Ja, ich weiß, es sind nur 13.000, aber die Menschlichkeiten sind halt extrem viel. Das ist das, was ich wieder haben will. Ich habe das Gefühl, sie sind immer noch im Offline-Modus. Ich sehe hier keine Schriftzüge. Kein gar nichts. Das ist Kacke. Ich will nicht im Offline-Modus spielen. Geht es, Digga. Weißt du, worauf ich gerade richtig Bock hab? Nö, wo soll ich das wissen? Digimon World 2003. Das freut mich für dich. Alter, wie viel von diesem fucking Wurfmesser hat er denn, bitteschön? Alter. Schnauze oder wie er hieß jetzt? Meine Fresse. Du hast das ja noch, ich, ne? Müsste es noch haben, ja. Muss ich mir demnächst mal holen. Und ich nehme nicht Wargreymon. Am Arsch hängt der Hammer. Ach ja, Wargreymon. So, da hinten haben wir eine Leiter.
Okay, ich wäre anscheinend schon viel zu mächtig hierfür, Alter. Es ist wahrscheinlich gar nicht so beabsichtigt, dass ich die Viecher mit einem Schlag down kriege. Aber vermute ich einfach mal, dass ich wirklich zu viele Level in Finsterwurz zweitens schon so gemacht habe. Ich meine, ich habe ja 30 Stunden dort verbracht, bis ich jetzt endlich mal hingekommen bin. Das ist schon mega sweet von mir. So, jetzt will ich erstmal runter. Geht's hier runter? Ah, wollte ich's cool machen. Okay. 300 Seelen gegen die Verschwendung. Okay, es geht hier eine Treppe nach unten, die nirgendwo hinführt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich hier runterspringe, bin ich wahrscheinlich tot. Gut, gehen wir wieder hoch. Sinnlos. Von da kommen wir. Hier ist ein Nebelgeld. Wir schreiten durch und kriegen gleich den ersten Boss in die Fresse. Nein, tun wir nicht. Ah, hier sind wir jetzt. Okay, cool. Da unten standen wir die ganze Zeit. Wir wussten nicht, wie wir hochkommen. Und jetzt sind wir hier oben und wissen nicht, wie wir da hinten kommen. Egal. Hier geht eine Treppe runter. Ich folge der Treppe mal, bevor wir den Schalter da oben betätigen. Hier ist nichts. Was ist? Ah, wo kommst du denn her? Okay, der ist anscheinend ziemlich dämlich. Du kriegst mich nicht. Jetzt hab ich Schiss bekommen. Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Okay. Aber den können wir den Schwanz abschlagen. Wuhu! Das ist gut. Lauf, lauf, lauf. Ach, du musst mal, wenn du einen Gegner besiegt hast, musst du mal auf den Gegner zulaufen, den toten Gegner. Du kannst nämlich durch die Gegend treten. Die Physik-Engine ist hier 1A. Hey, das macht so Spaß. Sprinten, 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 ja, warte mal, was ist hier? Okay. Okay, wir bestätigen den Hebel, auch wenn ich immer nicht weiß, dass das da unten für ein Item ist, was ich da vergessen habe. Was ist jetzt los? Ah, okay, cool. So, mein Freund. Zeit, dass wir ein ernstes Wörtchen miteinander... Oh, fuck, hier wird man ja invaded, ne? Ah, ich bin ja eh nicht menschlich, also von daher. Ja, komm her! Böer Wichser. Wieso bist du nicht menschlich, hallo? Wenn ich gestorben bin. Ich bin noch nicht an Bonfire. Ja, ich hab den Schatz abgeschlagen. Wow, es hat mal grad gar nichts. Boom, Baby. Schatz abgeschlagen, hat nichts gebracht. Gargoyle-Schild, yeah. So, wieder 19.000 Seelen. Nee, ich war noch nicht am Bonfire und konnte mich noch nicht menschlich machen, deswegen. Ich könnte ja eigentlich invaded werden. Das ist so ein beliebter Platz, soweit ich weiß. Natürlich das Item da drinnen nicht gekriegt, ne? Ach komm, scheiß jetzt mal auf das Drecks-Item da. Huch, was ist das denn hier? Blutfleck, ich bin wieder online, gut. Huch! Also entweder hat es ihn hier durchgeglitscht, oder er hat es vergessen, das hier runterzuziehen oder so, keine Ahnung. Hebel? Hilfe, da ist was Großes. Hilfe, da ist was Großes. Nein, das große, da musst du, wenn du auf das große Vieh, auf der, musst du links langlaufen, da ist ein Weg rein, da musst du durch. Ja, mein Controller ist ausgegangen, so. Perfekt. Scheiße. Perfekt. So, wie vor haben wir eigentlich? Wie lange wollen wir jetzt hier machen und so? Schon fast eine Stunde. Bin weg. Oh.
Den kannst du noch nicht besiegen. Also ist mir fast bewusst. Du musst erst das Schwert finden, was da irgendwo ist, und dann kannst du ihn besiegen. Alter, ist mal ohne Witz, Leute. Ich glaube, ich bin schon viel zu mächtig für das Level. Ich meine, das sind 3 Meter hohe Viecher mit so dicken Stahlplatten, dass man wahrscheinlich einen Kometen darin einsperren könnte oder sowas. Und ich hau die mit 2 Schlägen kaputt. Das kann nicht sein. Hier steht irgendwas von nimm deine. Ja, du musst weiter vorlaufen, da findest du ein Schild. Das nimmst du dann. Okay. Können wir wahrscheinlich nicht öffnen, lässt sich nicht. Also daher, wo die Feinde ja herkommen, oder was? Da siehst du dann auf dem Boden links, auf dem Boden siehst du dann sowas leuchten. Das Item nimmst du auf. Ja, das sehe ich schon. Aber ich muss erstmal Batterien wechseln hier. So, kann ich die Türen aufmachen? Ich hoffe die Batterien, die ich hier habe, die sind auch noch voll, ey, sonst krieg ich einfach viel. Okay, lässt sich nicht aufmachen, nur durch eine Vorrichtung. Dann haben wir hier ein paar Gargoyles, so Mini-Gargoyles. Die Schweine haben uns doch letztens entführt. Scheiße, jetzt muss ich mir Batterien suchen. Oh, fuck, daneben gehauen. Oh, da will ich einmal wieder zocken, da sind die Batterien, Alter, das ist doch echt. Er hat einen fucking Blitzspeer, ein Blitzhellebart oder Speer, ich hab keine Ahnung, was ist welches von beiden. So, ich würde mich auch langsam mal wieder über einen Bonfire freuen. Ich habe schon lange keins mehr gehabt. Ja. Kevin. Jetzt muss ich das rauspiepsen, schön gemacht. Hier dieses. Ja, sorry, das ist. Ich, das war noch nie meine Stärke, deinen Zocker in den Arm zu nehmen. Ich habe gerade den roten Akku von dem roten Controller gefunden. Ah, cool. Gut zu wissen. Warum auch immer der bei mir ist. Hauptsache er ist da. Ja. Hier, was hier? Oh, ich hab keine Ahnung. Oh, fuck you! Was war das? Wer schießt auf mich? Was ist das für eine mega fette Burg hier? Das muss doch irgendwas. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was das zu bedeuten hat. Das müssen ja vorher wirklich Menschen hier gelebt haben. Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass man so eine riesen Stadt und Burg baut und so ein Kack, Alter. Das macht doch vorher alles keinen Sinn. Da muss ja vorher jemand gelebt haben hier. So, durch das Tor kommen wir nicht durch. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Einzigster Weg führt hier lang. Versuch's mit Pyromantie. Ich hab nichts annähernd was mit Pyromantie. Ich hab zwar Pyromantenhandschuhe und so einen Scheiß. Schnauze jetzt! Oh, fick you, Alter! Schnauze oder wie er hieß, Alter! Was down hier? Pass auf, tot. Ja! Super. Das sind Nachrichten manchmal, ey. Gut, jetzt habe ich die Gargoyles. Alter! Du Arschloch bist das! Alter, das hätte ins Auge gehen können. Gut. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, wissen. Alter, fick dich. Ah. Boah, Alter, zieht das rein. Cool. Gut, jetzt kann okay. Ich so, wir haben 2 Wege. Nein, wir haben nur einen Weg. Ach, den Weg hätten wir auch gehen. Ne, den Weg hätten wir nicht gehen können. Okay, zu dem kommen wir jetzt irgendwie noch nicht. Das heißt, wir gehen.
Sicher, dass wir erstmal hier lang gehen? Scheint jedenfalls kein Item zu sein. Ja, wir gehen erstmal hier lang. Warum ist denn der... Verpiss dich. Du dummes Dreckschweinarsch! Ey, da habe ich mich extra schon so hingestellt, damit ich gegen die Wand klatsche. Und was macht der? Der schießt aus dem Winkel, wo er mich eigentlich zur Wand drücken müsste. Nein, ich flieg runter. Oh, leck mich am Arsch. Gut, mit diesem irrelevanten Tod beenden wir auch wieder die Folge, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Und hoffentlich sehen wir uns dann irgendwann mal online. Tschüss.